Schade für den Peter Stöger, weil ja, Peter Stöger hätte alles gepasst und wäre ein guter Teamchef gewesen. Nur, das Happelstädtchen hätte man mit dem Stöger nicht gefüllt. Und der Schöttl wäre wahrscheinlich weg gewesen, weil der Peter Schöttl wäre aus seiner nicht mehr rausgekommen aus seiner Kiste. Jetzt auf einmal hat auch der Schöttl ein bisschen Ansehen bei den gemeinen Fußballfans, dass ihm der Kuh gelungen ist, hat den Schöttl wirklich aus der Krise wieder rausgekommen.